Hallo Grisenk, da sind wir wieder beim lustigen Basteln mit Fregel, Isi und Tanja. Heute singe ich euch zum Einstieg ein tolles Lied vor, aber die Isi, die darf anfangen. Oh ja, sehr gerne, das mache ich. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Ich träum von einem Schokobaum. Von einem Schokobaum träumst du? Ja, ja, Schokolade liebe ich und Semmelknödel dazu. Ah, oh, super. Und ich liebe Schokolade mit Sushi. Oh, jetzt wissen wir das auch, was ihr gerne esst. Wunderbar. Ich werde jetzt den Kindern aber sagen, was wir heute für einen Baum machen. Ja, ich sage auch gleich, was ihr braucht. Ihr braucht Stäbchen, Papierreste, Schlaufe. Hallo, geht's noch ein bisschen schneller? So, war das zu langsam? Nein. War das zu schnell? Mhm. Also, dann mache ich es ein bisschen langsamer. Stäbchen. Jetzt du. Papierreste vielleicht in allen Farben. Schlaufer zum Aufhängen. Glitzer, Glitzer, Glitzer und anderes Klimpi-Pimpi. Glitzer und Klimpi-Pimpi, okay. Ja, und Kleber und Schnippi-Schnappi, wie immer. Und jetzt gehe ich zur Schokolade. Und ich auch. Bis später, bis später, bis später, bis später, bis später. So, jetzt wisst ihr immer nicht, was wir machen. Wir machen keine Schokolade, wir machen einen schönen Christbaumaufhänger. Schaut sie mal. Der glitzert wirklich schön. Dafür brauchen wir das Bling Bling und Glitzer Glitzer, was die Isi gesagt hat. Und wieder diese Eisstaballen oder Holzstäbchen. Entweder so, die gibt es in unterschiedlichen Farben. Einfach drei auswählen und dann ein Dreieck. Schaut her, so. Und fertig ist der Baum. Also ankleben muss man es noch, festkleben. Sonst müsst ihr es so halten, das ist dann ein bisschen fad, ne? Und wenn ihr das Dreieck geklebt habt, noch drei so Zwischenstäbchen. Eins, zwei, drei. Die sind dann zu lang. Die muss man ein bisschen abbrechen. Seht ihr? Auf der Rückseite sieht man, dass ich sie einfach abgebrochen habe. Genau. Und dann habt ihr den Baum, eine Schleife dran. Und dann könnt ihr den verzieren, wie ihr wollt. Glitzer, Papierresteln. Ihr könnt es auch drauf malen. Einen Stamm dran kleben. Und fertig ist der lustige Aufhänger. Ja, ich bin auch fertig. Jetzt habe ich zu viel Schokolade gegessen. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ich glaube, gestern war das das letzte Mal. Ja, gestern hast du auch schon zweimal Schokoladeverbote aussprechen. Jetzt gehe ich dann Schokolade essen, wenn ihr so schlingel seid. Ah, oh, da liegt der schöne Baum. Ihr seht ihn jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich freue mich schon, wenn ihr auch so schöne Bäume macht. Ja, ich freue mich auch. Und wir sehen uns bald wieder, aber die Wartezeit aufs Weihnachtsfest ist gar nicht mehr so lange. Stimmt, die Zeit ist jetzt im Flug vergangen, aber wir sehen uns morgen. Ja genau, bis morgen, ihr kleinen und großen Hosenscheißer. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.